Servus meine Lieben und willkommen wieder zu einem neuen Video. Es ist ein bisschen kalt, auch hier rieseln ein wenig die Schneeflocken heute in Italien und zwar in der Region Piemont. Und wir stehen vor dem Eingang der Villa Bella. Sie soll wirklich schön sein und wir sind gespannt, was uns darin erwartet. Ich würde sagen, los geht's! Die Villa Bella steht ein wenig unterhalb der Schweizer Grenze. Wir haben es also wirklich zur Schweiz nicht allzu weit. Ich glaube, so 70, 80 Kilometer sind es gewesen, über den Daumen. Und die Villa Bella greift zusammen, was nicht ganz so oft ist, aber mal ganz kurz hier mit der Kamera im Gestrüpp vorbei, greift mit einem anderen Video zusammen, welches ihr noch sehen wird, und zwar The Red Cross Ospedale, also Hospital im Englischen. Das ist nämlich ein Rotes Kreuz Krankenhaus. Rotes Kreuz denkt man viel an Deutschland, aber das gibt es auch hier in Italien und das steht einige hundert Meter in die Richtung. Und diese Villa hier wird die Ärztevilla gewesen sein vom Chefarzt. Soweit unsere Informationen. Und wir sprechen irgendwo, ne, geht nicht mehr, von den 80er, 90er Jahren. Wenn wir reinkommen in die Villa, sehen wir hier gleich das Treppenhaus. Es ist aus einer anderen Zeit, auch mit dem Treppenaufgang aus Holz. Ich finde den eigentlich ganz cool, ne? Ein bisschen Graffiti gibt es, ist natürlich klar. Und hier unten ist ein sehr großer See, wo auch viele von euch im Urlaub bestimmt schon unterwegs waren. Und mit dem Blick in Richtung See konnte wahrscheinlich der Arzt hier mal einst arbeiten. Ist auch ganz cool, ne? Guck mal, da kann man Richtung See gucken. Der ist wirklich gigantisch. Da zwischen den Bäumen durch. Es ist ganz schön. Und da unten sehen wir auch eine Villa, bei der alles verrammelt ist. Denn hier steht eine ganze Menge. Ne? Also die hier unten. Hier ist das Wohnzimmer. Gleich ein Stück weiter. Und man sieht schon auf jeden Fall, der Zahn der Zeit hat hier alles getan. Hier ist aber auch noch so ein großer Tisch. Ne? Ja, vielleicht hat er zwei Schreibtische. Vielleicht war das aber auch mal ein Essenstisch, ein Esszimmertisch vor diesem Kamin. Der ist schon irgendwie modern gebaut, ne? So eine, von der Architektur her, mit diesen Sesseln davor, ist das natürlich auch so ein bisschen nice wieder. So. Ob der Fernseher da mal immer stand? Ich glaube fast nicht. Weiß man nicht. Man weiß nicht, was die Leute antreibt, aber wir sehen schon, die Schublade, die hängt komplett durch. Ist komplett vermodert, das Ding, ne? Hätte das so ein alter Ofen. Es ist auch arschkalt hier oben. Ihr hattet jetzt in Deutschland, jetzt gleich zum Start ins Jahr 2021, mega Minustemperaturen. Und ja, es ist einfach hier nichts Ungewöhnliches, aber bitter kalt. Und ein Ofen ist hier auch nicht verkehrt. Hier ist noch eine alte Abzugshaube, das heißt, hier ist mit Sicherheit die Küchenzeile drin gewesen. Ach, da sieht man heute nur noch Reste, ne? Kleines WC. Und hier geht es in den Keller. Ich sage, wir gucken erstmal ein Hör. Die Tür, die hier so halb angelehnt ist, ich frage mich gerade, wo die mal drin war. Das ist die Eingangstür, ne? Die andere Eingangstür. Schaut mal. Geht ja nicht. Ja. Das ist die andere Eingangstür. Aber auch wieder so eine kleine überschaubare Villa, aber dann auch gleich wieder so eine Bogeneingangstür. Das ist gleich wieder so schick gehalten. Einfach Geschmack hier in Italien. So, wir schauen mal hoch die Treppe, wie es hier aussieht. Über dem Wohnzimmer haben wir eben schon von unten gesehen, ist die Decke nicht mehr gut. Bei den anderen Räumen sieht es nicht so schlimm aus. Es knarzt natürlich alles, es sind alte Holztreppen. Das ist Zahn der Zeit. Okay, hier drüben scheint das Schlafzimmer gewesen zu sein. War das damals so in der Zeit? Oder ist das aus dem Krankenhaus?
War die Zeit damals so, sagst du? Schreibt es ja in die Kommentare, ne? Weil das sieht ja schon wirklich so ein bisschen hölzern aus, ne? Das auch der Nachtschrank, der sieht so nach Krankenhaus aus. Hier ist so eine alte Kommode. Ist krass, wie das aussieht, wenn dann die Zeit vorbei ist, ne? Hier steht auch noch ein Ofen. Also man hat also in dem Haus überall mit diesen Öfen wohl zugeheizt oder nur geheizt. Könnt ihr mal ein Baujahr reinschreiben, was ihr glaubt? Ich weiß nicht, ob wir da was sehen können. Nee. Koblenz heißt die Firma auf jeden Fall. Aber hier ist nichts mehr dran. Aber schreibt mir mal gerne ein Baujahr in die Kommentare. Das würde mich persönlich mal interessieren. Für mich wirkt das so ein bisschen 70er, 80er Jahre. Eigentlich. Und hier wird es ein bisschen creepy mit der Farbe. Das soll die Arztvilla gewesen sein, ne? Schau mal hier rein. Hier sind auch wieder diese Betten. Oder sind die nachträglich hier reingekommen? Auf beiden Seiten wieder diese Stahlbetten. Das hat sogar noch eine Matratze. Und hier drüben stehen sogar drei Stück. Es kann natürlich auch sein, dass Obdachlose sich die aus dem alten Krankenhaus geholt haben und die reingestellt haben. Möglich wäre das, weil hier sind die Fenster auch noch ganz. Und wenn du jetzt in dieser Region bist und dann in diesen Monaten, frierst du dir natürlich auch nicht den Arsch ab, ne? Also ich könnte mir das auch so erklären. Hier liegen ein bisschen Klamotten rum. Das könnte sein. Das könnte sein. Wir gehen mal wieder runter aus dem oberen Stockwerk. Schreibt mal eure Gedanken wirklich in die Videokommentare dazu. Mich würde das mal interessieren. Glaubt ihr, die Betten sind hier nachträglich reingewandert? Weil das soll die Villa des Chefarztes sein. So. Und jetzt frage ich mich natürlich, die Gitterbetten könnten zeitgemäß so gewesen sein. Aber warum sind in dem einen Raum drei Stück? Weil das sind auch viel zu viel für den Raum. Der Raum ist viel zu klein dafür. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich hier irgendwelche Leute einquartiert haben, mal in einer gewissen Zeit. Wir gehen mal runter in den Keller. Das wünsche ich ja auch immer der eine oder andere Mal. Oft sind es Gebäude, wo es sich einfach nicht mehr lohnt, in den Keller zu gehen, weil dann ein halber Meter Wasser steht. Aber wir können hier unten mal ein bisschen spionieren. Ich denke aber, viel gibt es hier nicht, oder? Hier ist auf jeden Fall ein Vorratsraum gewesen. Ach doch, hier geht es auch noch weiter. Hier steht sogar noch so irgendwas, ne? Was auch immer das ist. Kann man das doch lesen? Nee, ne? Titin. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hier sind ein paar Regale. Hier wird so eine Art Speisevorratszeug gewesen sein, ne? Wein vielleicht. Ha, hier steht noch ein ganzer. Hier steht noch ein ganz alter Ofen. Hier drüben. Der hat auch die besten Tage hinter sich, ne? Und auf der anderen Seite, Emma hat es eben euch schon mal kurz gezeigt, noch so ein. Wie uns jemand geschrieben hat, in L'Aquila haben wir so ein Ding auch schon mal gefunden. Das ist zum Fliesenputzen hat ihr, oder Polieren, hat einer geschrieben. Sieht witzig aus. Sieht witzig aus. Aber das hier, nee, das sieht genau aus wie dieser Fliesenputzer. Das war aber ein Staubsauger. Guck mal. Hier unten war der Beutel an dem Ding dran. Das war ein Staubsauger hier. Das Ding. Sieht genauso aus wie dieser Fliesenputzer. Ne? Zum Polieren, glaube ich, von den Böden. Ne? Witzig, ey. Dann hast du, ja, das funktioniert, dann hast du den alten Sack hier. Jetzt gibt es hier. Vorwerkstunde ist jetzt kein Vorwerk. Du hast den hier rausgemacht. Zack. Auf. Und dann hast du den ausgeleert. Eigentlich muss ich sagen, dann schiebst du den hier wieder rein. Und dann geht es weiter. Ökonomisch eine gute Lösung. Im Verhältnis jetzt zu den Staubsaugerbeuteln, ne?
so ein bisschen festgefroren, aber cooles Ding, wer auf Retro steht, auf jeden Fall. Ja, das sind hier die Kellerräume noch, also ganz normal, jetzt nichts Extravagantes, auch wenn es die Villa Bella ist. Ein Vorrats- und Lager- und Speiseraum, ne? Hier auch noch mit so Türen, ich finde es schön, mit so Holztüren und Beschlag. Es ist ganz cool. So, und hier unten wird wahrscheinlich die Garage gewesen sein. Hier steht sogar noch ein ganz alter Kühlschrank. Das ist aber so ein Laborkühlschrank, ne? Oder? Vielleicht wurde die Villa ja zum Ende hin zu diesen Zwecken genutzt. Könnte ja sein, dass sie hier ein Labor irgendwie zuletzt drin betrieben haben, bevor sie das Krankenhaus komplett dicht gemacht haben. Und auch noch so ein paar, so eine Schlafcouch, Gerüst. Boah, ist das kalt. Nicht meine Temperatur, Emma ist auch nicht. Wir mögen es lieber warm. Hier vorne ist noch, das finde ich auch ganz cool, ist total eingewachsen. Hier ist so eine Art Außenveranda. Quasi richtig mit so einem Buntglas. Das kannst du hier aufmachen, das hängt natürlich auf 7:30. Und hier rechts ist dann der Eingang gewesen in diesen Außenbereich. Das war's von der Villa Bella. Wenn euch das Ganze gefallen hat, macht natürlich einen Daumen nach oben. Eure Gedanken wie immer in die Videokommentare. Ich friere hier fast ein. Also falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert. Und wir empfehlen euch das Red Cross Krankenhaus. Wenn es noch nicht online ist, dann wird es in ein paar Tagen da sein. Ansonsten guckt einfach in die Lost Place Videoliste. Und wir wünschen euch gute Unterhaltung. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber, bleibt vor allem gesund. Ciao.